Wir hören jetzt nicht die Leute und beurteilen sie dann, sondern wir sehen die Leute und dann müssen wir herausfinden, ob die singen können oder nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, wer da jetzt kommt. Und wer zuerst glaubt, der kann singen, drückt diesen Buzzer und dann ist diese Person in der Band. Das heißt also, wenn du jemanden findest, der wirklich singen kann, ist es sozusagen ein Punkt. Okay, ja? Aber ich dazu muss sagen, ich glaube, jeder kann singen. Es ist halt so. Jeder hat einen Gesang, der ist. Aber natürlich. Aber ich sag halt, ich drück da drauf, wenn ich denke, derjenige singt so wie nach meinem Geschmack. So. Oder? Okay, weil Helene Fischer, Florian Silbereisen, so dein Geschmack. Genau, okay. Ja. Singen oder tanzen? Beides. Bei beiden beides. Wir fangen an mit dem ersten Wettbewerbsteilnehmer. Ich bin sehr gespannt. Here we go. Hallo, ich bin der Moritz. Ich singe heute All of Me von John Legend. Okay, also wenn du glaubst, der kann singen, dann drück den Buzzer. Er spielt ein Instrument, das ist natürlich, Aber das spielt er tatsächlich ein Instrument? Das kann ich nicht erkennen, vielleicht fährt er auch nur Furzgeräusche ab und es ist so ein lustiges Piano. Ich sage, der kann singen! Ich sage, der kann singen. Ich glaube an ihn, ich glaube an Moritz. Heißt er Moritz? Ja. Denn Moritz, ich glaube an dich. Wir lösen jetzt mal auf und gucken, ob du singen kannst. Moritz, ich glaube, du spielst nicht und du... What would I do without your smile? Join me in and you kicking me out. Verdammt, der wusste schon vorher. Aber das hast du wirklich... Großer Applaus, Moritz. Dazu gehört schon auch Moritz. Also, man muss sagen... vielen Dank. Ganz toll. Nochmal. Also, ganz großer Applaus. Man muss dazu sagen... dazu gehören noch viel mehr Eier, muss man sagen. Okay, das war dann wohl kein Punkt für mich. Dann okay. Weiter geht's. Und du hast die jetzt alle nicht gesehen vorher? Nee, ich hab die nicht gesehen. Versprochen. Versprochen, ich spiele fair. Glaubst ist die nicht. Fair im Krause-Show, weißt du? Okay, leg los, der Nächste. Hi, ich bin Bina und ich singe jetzt La Vie en Rose. La Vie en Rose. La Vie en Rose? Das hätte ich jetzt fast auch, ja, glaube ich auch. Ja, ich glaube auch. Ja. Also, ich glaube, sie hat mich überzeugt einfach. Okay, wir lösen auf, wir schauen mal. Ich bin sehr gespannt, ob sie tatsächlich dieses Instrument spielt jetzt. Hey, echt, was war denn? Super. Okay, sie ist in deiner Band, Ray. Sie ist in deiner Band. Deine Band wächst, meine auch, aber halt eher nach unten. Nicht so ungut. Aber dein sieht scheiße aus gerade. Okay, der Nächste. Ich bin Mike und ich spiele Best of You für den Fußball. 100%. Alter! Hey, 100%. Klar, guck den Typ an. Ja, das, weil er aussieht wie du halt, lange Haare und Bart. Mann, du bist voreingenommen. Ey, das war offensichtlich. Der Typ sieht super aus, sieht richtig gut aus. Ja, der sieht super gut aus. Also diesen Stil, die finde ich obergeil. Na gut, wir lösen halt mal auf. Sing wie ein Gott. Ja, klar. Oh man. Sehr, sehr gut. Hat er recht. Sehr, sehr gut. Okay. Aber alleine, du hast gesehen, als Mike so rauskam, der war sicher. Der wusste genau. Ja, der macht das nicht. Der hat nicht gesagt, der hat Pierre M. Krause, der gesagt hat Krause. Okay, also du kannst jetzt einfach aufgeben, aber... Ich gebe nicht auf, entschuldige bitte, entschuldige mal. Bitte. Wir machen weiter, wenn wir noch welche haben. Haben wir noch welche? Wir machen weiter. Hallo, mein Name ist Gloria und ich singe heute Feeling Good von Nina Simone. Gloria ist outfit-technisch auf jeden Fall schon mal ganz. And I don't know how I feel. Ja, ich glaube ja. Ja. Wie viele darf ich mein Team haben? So viele du möchtest. Okay. Ich bin jetzt sehr gespannt auf Gloria. Ich glaube, Gloria ist richtig gut. Ich bin auch gespannt. Wir lösen mal auf. Ich glaube, alle in meinem Team sind richtig gut. Ja, seid auch ein Profi. Ne? Ich glaube, dass alle in deinem Team sind ganz traurig jetzt. Fish in the sea. Sehr, sehr gut, Leute. Sehr, sehr angetan. Haben wir noch welche? Ja, haben wir noch welche? Komm, das soll eine große Band werden, ja? Das soll eine Welttour werden. Hi, ich bin Jo und ich sing Was du Liebe nennst von Bowser. Bowser. Aber Bowser ist mehr gerappt als tatsächlich gesungen. Bowser kenne ich, klar, Bowser. Da bin ich voll, der hat auch ein B auf dem Ding. Der Bowser. Ich glaube, das ist mehr dein Typ. Also, absolut, Bowser! Ja. Komm, Pierre M. Bowser! So!
Ich hab was? Bowser kennt man doch. Wehe, du bist nicht gut, Alter. Wehe, du bist nicht gut. So, ich was bin sehr gespannt. Du Liebe nennst. Wir lösen jetzt mal auf. Oh, Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Lass mir zu vergessen, was war. Danke. Ich pack mein Herz bei dir. Aber was? Schon Anfang. Ich glaube, einen haben wir noch, oder? Einen haben wir noch. Einen haben wir noch, okay. Okay. Ich bin Julian Lefertz und ich singe Craig Balls Fire. Kann er auf jeden Fall, das sehe ich schon. Ich hoffe so sehr, du bist schlecht. Nein. Ich hoffe, du bist schlecht. Der ist gut, das sehe ich schon. Guck mal, komplett sicher, hat schon den richtigen Griff, er gesagt hat, Scheiße. Aber er hat keinen Bart und keine langen Haare, der kann gar nicht gut sein. Das kann gar nicht funktionieren. Also, okay. Ich bin überzeugt. Ja? Okay, Razzy, pass auf, wir lösen auf. Come on, let's do it. Sing my nerves and rhythm and goodness gracious, great balls of fire. Das war's, ne? Das waren alle? Okay, das waren alle. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. So. Ich glaube, du hast gewonnen. Ja. Also, muss man erst mal sagen, ja. Also ganz, ganz wichtig ist halt, wieso ich fand euch beide, es ist sehr stark, dass ihr da absolut euch präsentieren. Und ich meine, im Vergleich, ich glaube, stimmlich passt ihr drei sehr gut zusammen. Also, und das ist eigentlich, das ist das große Stärke, ein Team. So. Aber mein Team ist einfach geil. Aber können wir noch eine kurze Performance gemeinsam machen? Ja? Du und deine Band. Okay. Und deine neue Band.